Ab 30 legen Männer ziemlich schnell zu. Das sieht nicht gut aus und ist auch ein Gesundheitsrisiko. Die Themen Essen und Ernährung gewinnen in der Männerwelt immer mehr an Bedeutung. Eine lange Zeit war dieser Bereich allerdings vorwiegend weiblich besetzt. Man hat sich damit noch nicht großartig beschäftigt. Dabei spielt der Bauch des Mannes längst eine wichtige Rolle in der heutigen Gesellschaft. Und die Fallen, die zum Bauchwachstum führen, lauern einfach überall. Hier mal eine Kleinigkeit, da mal ein Schokoriegel, gelegentlich mal eine Currywurst von der Bude nebenan. Man kann sehr schnell den Überblick verlieren, was dann in einem runden Bauch resultieren kann. Zudem kommt auch noch das klassische Feierabendbier. Zugegeben, das machen mittlerweile noch die wenigsten, aber Alkohol trägt nicht gerade zu einer gesunden Ernährung bei. Welche Lebensmittel diesen Zweck allerdings erfüllen, verraten wir euch in unserem heutigen Video. Und damit geht's auch jetzt los. Nummer 1. Vollkornprodukte. Hafer, brauner Reis oder Quinoa sind reich an Ballaststoffen und können auch mit einer ordentlichen Menge Protein aufwarten. Hafer enthält zudem Beta-Glucan, einen löslichen Ballaststoff, der das Gefühl von Sättigung positiv beeinflusst und den Stoffwechsel gut ankurbelt. Wer also keinen Hunger leiden möchte, sollte zu Vollkornprodukten greifen. Nummer 2. Lachs. Fettreiche Fische sind äußerst gesund. In Lachs sind hochwertige Eiweiße, gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren und viele weitere wichtige Nährstoffe enthalten. Sie liefern dem Körper zudem die benötigte Jodzufuhr. Jod ist besonders wichtig für die Schilddrüse, die für den Stoffwechsel verantwortlich ist, diesen also kontrolliert. Neben Lachs ist auch der gelegentliche Verzehr von Forelle, Makrele, Hering oder anderen fettreichen Fischen zu empfehlen. Diese sorgen allesamt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl, auch wenn die Kalorienanzahl nicht besonders hoch ist. Nummer 3. Blattgemüse. Grünes Blattgemüse, unter anderem Grünkohl, Spinat, Rucola oder Eisbergsalat, haben unterschiedliche Eigenschaften, die für einen Gewichtsverlust nützlich sein können. Sie haben wenige Kalorien sowie wenige Kohlenhydrate, enthalten dafür aber viele Ballaststoffe, die sich positiv auf die Verdauung auswirken. Ebenso stecken in grünem Blattgemüse viele Vitamine, Mineralien und Antioxidantien. Wer häufig Salate oder Spinat in seinen Speiseplan einbaut, kann so das Volumen seiner Mahlzeiten erhöhen, ohne die Kalorienzahl zu groß zu steigern. Super Lebensmittel zum Abnehmen. Da hatte Mutti also doch recht, als sie gesagt hat, dass man immer schön sein Gemüse aufessen soll. Na super. Nummer 4. Nüsse. Nüsse sind, trotz des hohen Fettgehalts, perfekt als Snack geeignet, da sie viele gesunde Fette, Ballaststoffe und Eiweiße enthalten. Eine geringe Anzahl an Nüssen pro Tag kann dazu beitragen, den Stoffwechsel zu verbessern und sogar den Gewichtsverlust zu unterstützen. Zu viele Nüsse können allerdings aufgrund der hohen Kalorienmenge von Nachteil für den Abnehmprozess sein. Nummer 5. Avocados. Auch Avocados gehören zu den Lebensmitteln, die beim Abnehmen helfen können. Sie strotzen nur so vor Nährstoffen, genauso wie Ballaststoffen, Kalium und gesunden Fetten. Besonders geeignet ist der Verzehr von Avocados in Kombination mit Salat, denn durch die in der Avocado enthaltenen Fette können die Nährstoffe aus dem Gemüse besser aufgenommen werden. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.